Irgendwie traue ich dem Braten nicht so ganz. Aber schauen wir mal. Okay, hier ist auch alles noch genauso wie vorher. Hätte ja sein können, dass da jetzt eine neue Kanone oder so auf mich wartet, aber nope. Stattdessen beginnt hier Welt 2-4, der Ausgangspunkt. Was geht hier ab? Wir sind auf jeden Fall noch nicht durch mit Toad. Gerade hatten wir die Low-Bob-Version gespielt. Jetzt wird's richtig ernst. Ach du Scheiße! Ist das weit! Und Luigi macht wieder Sinn. Holen wir ihn doch einfach mal ins Team. Aber wen nehme ich raus? Ich glaube, Rabbit Luigi wird weichen müssen, auch wenn ich ihn sehr mag. Aber wir brauchen die Heal-Funktion von ihr hier. Gerade in diesem Riesenareal. Dann schauen wir auch gleich mal, ob Luigi eine neue Waffe gebrauchen könnte. Ich tippe ja mal auf ja. Wobei, das lohnt sich nicht. Und sekundär. Sekundär schon eher. Entweder eine mit Tinte oder mit Dash. Beziehungsweise mit Bounce. Ich nehme tatsächlich die mit Tinte. Weil Rabbit Peach hat das Gegenstück. Mit dem Stoßen. Vielleicht ist ja sogar noch die ein oder andere Fähigkeit drin. Ja, bei Mario zum Beispiel Bewegungsfelder nach einer Röhre erhöhen. Rabbit Peach. Ja, das lasse ich mal weg. Oder? Nee, komm. Zieh's dir rein. Rabbit Luigi nimmt nicht teil. Und der normale Luigi. Der könnte jetzt noch mehr Schaden aus erhöhten Positionen machen. Ja, warum nicht? Lohnt sich, denke ich, für diesen Kampf auch besonders, weil man hier mit Luigi eine gute Möglichkeit hat, sich beispielsweise irgendwo hier in dieser Zone zu positionieren und dann auf Gegner zu schießen, die später höchstwahrscheinlich hier unten spawnen werden. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal diese Sorbet-Ziggis und die Gehilfen loswerden. Ach du Schande. Zwei Gehilfen, Alter. Als ob einer nicht schon schlimm genug wäre. Okay, pass auf. Wir erhöhen jetzt erst einmal den Waffenschaden für alle Beteiligten. Dann sollte ich versuchen, Mario in die Nähe eines Gehilfen zu bringen. Am besten mit einem Teamsprung, weil er hat ja diese Waffe, die ja, effektiver ist gegen die. So, wir können auch einmal dashen. Und werden uns dann mit Rabbit Peach... ja, wir stellen uns hier hin. Ich glaube, das ist ganz okay. Genau, von hier aus können wir nämlich auch diesen anderen Gegner gut treffen. Oder den hinteren Gehilfen, das wäre auch möglich. Nur mal so rein theoretisch. Die Bombe, ist die auch in Reichweite? Ja, tatsächlich. Ja, ist vielleicht eine Überlegung für später. Jetzt ziehe ich erstmal mit Luigi, den ich wie geplant auf dieser Insel in Stellung bringe. Ja, ich werde ihn mal hier positionieren. Genau. Und dann könnte ich diesen Gegner auch direkt schon rausnehmen. Somit wäre Luigi, ja, nicht sicher, aber zumindest schon mal alleine auf dieser Plattform hier. Warum nicht? Killen wir ihn. So. Das heißt auch, dass Rabbit Peach höchstwahrscheinlich
ihre Bombe benutzen wird, aber erst nachdem Mario dran war. So, mit dem springen wir. Können hier hinten zwar niemanden treffen, aber zumindest mit einem Stampfsprung auf diesem Gegner landen, ihm Schaden machen und uns anschließend hier positionieren. Von da aus könnte ich den hinteren Gehilfen abschießen. Den hinter mir töten. Aber dem linken nicht schaden, es sei denn... Es sei denn, Rabbit Peachs Bombe zersprengt den kompletten Schutzwall. Ich schick sie einfach mal los. Im besten Falle wird er sogar weggestoßen. Nee, leider nicht. Aber ja, er ist jetzt schutzlos. Okay. Dann können wir den zumindest zu 100% rausnehmen. Was, können wir nicht? Ja, okay. Die Chance ist sehr wahrscheinlich. Ich meine, 60% Bounce-Wahrscheinlichkeit und Schaden zwischen 66 und 78. Er hat 68 Leben. Also wenn er überlebt, ist das schon arg lächerlich. Okay, down. Ich habe zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber es hat gereicht. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch diesen Gegner hier. Und den Gehilfen. Ja, ein Schutzschild aufzustellen wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Wobei er sowieso Mario angreifen wird, glaube ich. Das kann ich halt auch leider nicht mehr verhindern. Also, irgendeiner muss ja Schaden fressen. Ich werde aber dennoch mal das Schutzschild aufstellen. Nur für den Fall, dass vielleicht der Gehilfe eine Granate schmeißt oder so. Und ja... Ich denke, ich werde auch mal Luigis Ulti zünden. Wenn sich irgendeiner bewegt, dann kriegt er einen Shot. So, Toad, du musst natürlich auch noch ziehen, klar. Und ich glaube, ich positioniere ihn hier, um so ein bisschen eine Bewegung zu provozieren. Oder könnte der von da treffen? Das sind alles so Sachen, die sieht man leider nicht, ne? Oder sieht man das doch? Ach, ist mir egal. Rabbit Peach hat ja sowieso noch die, die Heilfähigkeit. Die wir durchaus zünden können, wenn es sein muss. Und ja, Toad hat kassiert, nicht Mario. Naja, gut. Aber ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Weil die Granate... Die ist schon schlimmer. Kann man jetzt natürlich so oder so sehen, ob das gut war, ihn hier hingestellt zu haben. Aber ganz ehrlich, hätte ich ihn hier platziert, ich glaube, wir hätten genau den gleichen Schaden kassiert. Es hat keinen Unterschied gemacht. Okay, dann werde ich jetzt erstmal die Heilung spielen. Ist halt jetzt quasi exklusiv für Toad, aber der hat es auch nötig. So, Lebensanzeige wieder bei 168, das ist okay. Und jetzt gehen wir gemeinsam auf diesen Healer. Teamsprung. Und zwar wirklich mega offensiv. Ich stelle mich direkt dahin und baller ihm aus nächster Nähe in seine ungewaschene Fresse. Wie das mal mit Zähne putzen, ne? Kennst du wohl nicht. Boah, und der Mundgeruch, Alter. Brutal. Gut, Luigi trifft ihn leider nur zu 50%, es sei denn, ich ziehe nach vorne. Das mache ich aber nur, wenn es sein muss. Jetzt schaue ich erstmal, ob Mario das alleine auch hinkriegt. Ja, also ich kann ihn auf jeden Fall dashen. Und dann von dieser Position aus rausnehmen, für meine Begriffe. Richtig? Also mit dem Hammer würde es gehen, aber dann würde Rabbit Peach leider auch Schaden fressen. Ich muss mich jetzt auf diesen 60%igen Bounce-Effekt verlassen. Oder eben auf Luigi. Okay, Luigi wird nicht benötigt. Sehr, sehr gut. Ulti brauchen wir nicht, weil aktuell haben wir gar keine Gegner mehr. Ohne Scheiß, alle down. Sehr gut. Okay, dann warte mal. Muss ich kurz überlegen, wie ziehe ich eigentlich mit Toad? Hier nach vorne oder auf die Insel? Weil ich habe gesehen, da kann man auch runterspringen. Ich glaube, das hier wäre der kürzere Weg, oder? Und vermutlich auch der sichere. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich stelle ihn einfach mal hier hin. Da habe ich dann später immer noch die Möglichkeit, mich zu entscheiden.
Je nachdem, was halt jetzt gleich passieren wird. Und du, Luigi? Naja. Du musst dich eigentlich nicht bewegen, aber du kannst dich ja trotzdem schon mal hier hinstellen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt hier unten Gegner spawnen werden und mit seiner Sniper hat er dann die übelste Range und kann sich um diese Schweine kümmern. Kann sich noch irgendjemand bewegen? Nein? Okay. Dann bin ich durch mit dem Zug. Ah ja, hier spawnt einer. Was haben wir denn da? Ich habe fast die Befürchtung, dass das ein Grobian... Ja. Habe ich mir fast gedacht. Ein Grobian. Na geil. Da werde ich eine Taktik benötigen. Weil da jetzt blind in ihn reinlaufen wäre natürlich schon doof, ne? Okay, Toad auf jeden Fall schon mal hier hinstellen. Da ist er safe. Und ich denke, mit den anderen komme ich auch auf die Insel. Ich habe gerade... Oder wobei, soll ich vielleicht einen darunter schicken? Ja, am besten Mario. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich mit der Ulti den Grobian auf Mario lenken. Lieber frisst Mario den Schaden als Toad. Weil ich habe es ja schon mal erwähnt, diese Eisgrobiane, die können unfassbar viel Schaden machen. So, 150 bis 200 ist nicht gelogen. Also das heißt, er kann mich eigentlich mit einem Angriff besiegen. Ziemlich heftig, ne? Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin, weil was soll passieren? Der muss ja jetzt erstmal spawnen und sich bewegen. Aber der kann sich ja nur vier Felder bewegen. Da haben wir nicht viel zu verlieren. Wir könnten aber Bomben schon mal hinschicken, oder? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Begreifen die das? Nein, tun sie nicht. Schade, dann muss ich den Zug abgeben. Jetzt wird's spannend. 225 Leben. Ich muss den besiegen. Weil ich glaube nicht... Oh nein! Ich glaube nicht, dass ich nicht dran vorbeischleichen kann. Und ausgerechnet, da spawnt jetzt noch ein Gegner. Okay, es ist nur ein Ziggy, aber der sorgt natürlich jetzt trotzdem für Ablenkung. Naja. Also wir könnten schon auf ihn schießen eigentlich und ihn herlocken. Er kann ja nicht raufkommen. Ach Moment, er ist nicht in der Range. Selbst bei der Sniper nicht. Oha. Rabbit Peach, bist du mutig genug und traust dich da runter? Moment mal, warum kann sie da nicht runter? Willst du mich verarschen? Was zum Teufel? Man kann nur runterrennen, wenn man direkt auf diesem Feld steht? Dein Ernst? Das wusste ich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Aber es scheint Tatsache zu sein. Man kann nur mit einem Sprung tricksen. Oh man. Aber das bringt mir eigentlich nichts, weil auch wenn ich runterspringe, mit Rabbit Peach ist dieser Dude nicht in der Reichweite. Ich muss es wenn dann schon mit Luigi machen, aber den habe ich doch mit Absicht dahingestellt, damit ich mir Schaden mache von hier aus. Puh, diese Zwickmühle. Mario. Oh, ich weiß jetzt halt wirklich nicht, was ich machen soll. Aber Toad kommt hier auch nicht so schnell runter. Ey, wie blöd ist das? Oder ist es Luigi, der den Weg versperrt? Nein, ist doch Schwachsinn, oder? Ja, komm. Die Regeln haben sich geändert. Ich gehe einfach mit Luigi runter. Oh, wait. Und ich kann vorher noch Bewegungsradius erhöhen. Aber wenn ich schon mit Luigi runtergehe, sollte ich mit beiden runtergehen. Also komm, Rabbit Peach, spring runter. Und stell dich in die Ecke hier. Ja, doch, stell dich in die Ecke. Oh, ich bin gespannt, ob das jetzt ein Fehler sein wird, ne? Aber wir müssen ja. Wir müssen ja. Was sollen wir sonst machen? Ist halt nur dumm, dass ich jetzt mit Toad ernsthaft nur einen Schritt gehen kann, weil... Keine Ahnung. Mehr geht halt nicht. Mehr geht nicht! So... Und anstatt ihn zu snipern, kann ich ja auch versuchen, einfach meine Bomben vorauszuschicken. Sniper hätte 30% Rückstoßwahrscheinlichkeit. Bombe, 30% Tinte. Tinte wäre halt schon richtig geil, ne?
Der wird sowieso auf mich zulaufen. Dann ist da auch noch die Bombe von Rabbit Peach. Warte, lass mich mal rechnen. 90? Oder gehen wir vom schlechtesten aus? 80 plus... plus 80 sind 160. Dann Eisenblick 30 ungefähr. 190. Und wenn Mario noch eingreifen würde, könnten wir ihn eigentlich schon down kriegen. Wohin führt die Röhre? Das ist ganz uninteressant. Aber ich könnte Mario als ultimative Absicherung halt hier hinstellen und die Ulti aktivieren. Andererseits, dieser Sorbet-Ziggy spawnt ja jetzt gleich und es kann auch sein, dass Marios Ulti dann auf ihn gelenkt wird. Somit muss ich mich darauf verlassen, dass irgendein Super-Effekt eintritt. Aber naja. No risk, no fun, was? Komm, wir riskieren es einfach. Solange Toad nicht besiegt wird, ist es ja nicht Game Over würdig. Also. Beide Bomben sind auf ihrem Platz. Ja, auf jeden Fall bei ihr mal zur Sicherheit Schutzschild. Und Mario, boah, bei Mario bin ich echt unsicher. Ach warte, jetzt auf einmal kann Toad doch hier runter? Also hat Luigi wirklich den Weg verschwendet? WTF? Okay, ich stelle ihn aber trotzdem hier hin. Komm Mario, geh nach vorne. Ich stelle mich auch ganz offensichtlich hier hin. Mir ist das jetzt alles egal, ich riskiere das jetzt. Heldensicht! Oder kann ich ihn treffen? Nee, ne? Nein. Heldensicht! Oh Gott, das wird so schief gehen. Aber Toad hat hier noch die größten Überlebenschancen. Ich kacke jetzt einfach mal auf dieses innerhalb der Runde so und so schnell. Also diese Vorgabe mit den Runden ist mir jetzt egal. Weil da muss man wahrscheinlich immer die maximale Reichweite von Toad nutzen, aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. Und bewegt der Idiot sich? Er wird sich mit Sicherheit bewegen, ja. Okay, also die Absicherung ist schon mal weg. So, jetzt einmal die Bombe. Leider kein Tintenbonus, kein Stoßbonus, war ja klar. War ja klar. Ja, wie viel... Alter. Ja. Auch wenn Rabbit Peach zweimal ultimativ gehittet wurde und nur noch 100 KP hat, es ist trotzdem noch glimpflich ausgegangen. Also wir können uns nicht beschweren. Außerdem können wir den Grobian jetzt rausnehmen und haben den Schaden eigentlich ganz klug auf Rabbit Peach gelenkt. Behaupte ich mal. Ja, jetzt ist er down. Na dann. Ist doch alles okay. Hoffen wir mal, dass kein weiterer Grobian so schnell spawnt. Toadie, wie weit kannst du jetzt laufen? Ist aber echt dumm, dass der weder springen noch sonst was kann. Hier ist, glaube ich, der schnellste Weg. Ja, außerdem ist er da am weitesten von den anderen Gegnern entfernt. Apropos Gegner. Mario, kannst du dir einen von den vorknöpfen? Ernsthaft? Ich habe von hier keine hundertprozentige Trefferquote? Als ob, Junge. Was ein Schwachsinn. Luigi, kannst du mir helfen? Ja, tatsächlich. Really good. Ja, meinetwegen, mach halt. Kriegst es gleich zurück, du Arsch. Ich muss nämlich näher an ihn rankommen. Und das funktioniert. Jetzt haben wir hundertprozentige Trefferquote. Geilo. Aber nur da, ne? Ja, logisch. Na gut. Nimm ihn raus, Mario. Headshot. So. Das hat halt jetzt den Nachteil, dass ich relativ weit von Toad weggehen musste. Aber bezüglich dieses Gegners, der hier gleich spawnen wird, wer ist es denn? Zombie Hopsa.
würde ich einfach mal sagen, aktiviere ich den Eisenblick, weil dashen kann er nicht. Aber schießen kann er, klar. Dennoch wird er sich mit Sicherheit fortbewegen wollen. Und das wird dann direkt bestraft. Gut, Zugabgabe bitte. Ja. Aua. Crit. Können uns nicht bewegen. Und er hat das richtig gut gemacht, Alter, mit dem scheiß Schutzschild. So konnte er die Heldensicht von Luigi abwehren. Krasser Dude. Aber mit einem hast du nicht gerechnet. Nämlich mit seinem Bruder Mario. Der mag das gar nicht. Was du da gerade gemacht hast. Also gibt's erstmal eine Stampfattacke. Und dann diesen frisch polierten Hammer. Direkt ins Face. Yeah! Critical Hit down. Sehr schön. Und ihr beide, ja, ihr zieht mal weiter, würde ich sagen. Ach ja, übrigens, Rabbit Peach, ist deine Heilung wieder aktiv? Die wäre jetzt nämlich ganz geil. Oh yes, tatsächlich. Auch für sie selbst. Yay. Okay, sind schon neue Gegner irgendwo angekündigt? Nö, ne? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ah doch, verdammt, natürlich, kurz vorm Ziel. Ja, nee, ist klar. Sorbet, Grobian. Na klar. Logo. Den muss ich, wenn es sein muss, weglocken. Ja, aber von hier aus geht das nicht. Dann stelle ich mich hier hin. Und die anderen zwei müssen so schnell es geht dazustoßen. Aber ihr könnt euch jetzt nicht mehr bewegen, ne? Oh doch, Luigi. Okay. Jump. Ja, ich glaube fast diese Richtung ist besser, oder? Alter, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Also ich habe nicht vor, ihn zu besiegen, das wäre Wahnsinn. Aber wenn ich shotten muss, dann wäre tatsächlich hier besser. Komm. Wenn ich shooten muss. Ich habe ja keine Shotgun. Wäre schön. Aber ist nicht. Okay, an dem müssen wir noch vorbeikommen. Mann, dieser Kampf ist so ätzend. Richtig schwierig, ne? Und um ein Feld kann Mario nicht wirklich sich an dem Ganzen beteiligen. Aber wir könnten... Wobei, ich will nicht angreifen. Ich könnte natürlich schon das Kraftpaket aktivieren, aber ich will eigentlich nicht angreifen. Wo stelle ich überhaupt den Toad hin? Oder sollen wir doch angreifen? Ist das jetzt geisteskrank? Naja, ich kann zumindest Rabbit Peach da ins Ziel stellen und ihn zu mir locken. Mit der Bombe. Ich habe ja auch noch das Schutzschild. Ich glaube, ich würde die Attacke vom Grobian tanken. Ich glaube es aber leider nur. Oh, das ist schon wieder Risiko, Alter. Naja, 40% Schadensminderung, das ist schon was. Ach so, die Bombe trifft nicht 100%. Na geil. Hatte ich jetzt eigentlich schon gedacht. Aber der Schuss, der trifft. Macht halt nicht ganz so viel Schaden, aber er trifft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist eigentlich die Heldensicht in Reichweite? Nein, ist auch schlecht. Na, dann lohnt sich ein Angriff nicht. Dann lohnt sich ein Angriff überhaupt nicht. Wie weit kann er denn... Okay. Das hier ist das Feld, wo er stehen bleibt, oder? Also hier kann er noch angreifen, verstehe ich richtig? Aber hier nicht. Dann stelle ich Toad dahin. Ich hoffe mal, das stimmt. Nicht, dass er da irgendwie diesen Block zertrümmern kann. Man weiß ja nicht. Ja, Luigi. Positionier dich einfach mal da, ja. Oder etwas weiter weg von Toad vielleicht? Ja.
Ah, ich hab so richtig Schiss, ey. Aber ich will nicht angreifen. Das wäre so dumm. Es ist halt nicht nötig. Ich mach's nicht. Er trifft ja auch niemanden, oder? Ist Rabbit Peach in Gefahr? Nein. Nein. Dann lass ihn mal machen. Wohin geht er denn überhaupt? In Richtung Toad? Ja. Aber er kann nicht angreifen. Alles gut. Alles gut. Wer will jetzt sich hier noch dazu gesetzt? Ja, natürlich zwei. Warum nicht? Komm, hol die ganze Familie. Luigi, ist dein Bewegungsgedöns in der Range? Nein, aber bei Toad. Was auch nicht so verkehrt ist. Frage ist nur, lohnt sich das? Vielleicht nehmen wir ihn doch raus. Alter. Leider kann ich jetzt nicht mit Mario die Stampfattacke ausführen. Außer Luigi kommt zurück. Dann würde es gehen. Hier ist es in Reichweite, oder? Boah, man muss jetzt echt jeden Schritt gut überlegen. Ja doch, da wäre es in Reichweite. Aber vorher dashen. Zack. Und dahin stellen. Also wir könnten ihn besiegen, ganz ehrlich. Wir könnten ihn besiegen. Dann wären wir alle sorgenlos. Aber Toad würde ich vielleicht erstmal woanders hinstellen. Ja, aber da links geht ja nicht. Das ist ja der Scheiß. Momentchen mal. Ganz anderer Plan. Rabbit Peach kann ihn wieder auf sich ziehen. Genau. Warum mache ich nicht das? Aber vorher nochmal eine Stampfattacke. Bam. Und hier platzieren, würde ich sagen. Ja. Wenn ich jetzt schieße, dann wird er auf Rabbit Peach gehen. Ist ja das Gute. Sie spielt also ein bisschen den Lockvogel. Treffe ich ihn von hier? Nein. OMG. Ist halt riskant. Aber von hier treffe ich ihn auch nicht. Von da. Ja, komm, dann lass machen. Schutzschild. Kann ich vorher noch irgendwie den Schaden erhöhen? Mario, Kraftpaket. Mario? Ah, jetzt ja. Mhm. Kraftpaket ist da! Oder Mario schießt? Ja, dann ist er im Arsch. Aber er würde es tanken. Nahkampf 80. Also würde das 160 dann ergeben, wenn er zweimal angreift? Kraftprotz. Plus 170. Plus 70% Schaden. Also wir hatten vorhin 100. 100 Leben. Das heißt, er hat mir 165 abgezogen. Ich habe jetzt noch 153 und Schutzschild aktiv. Ich müsste es eigentlich überleben, wenn keine Verarsche eintritt. Aber das ist das Stichwort, wenn keine Verarsche eintritt. Oder ich locke ihn gleich wieder zu Luigi. Nee, ist auch dumm. Bombe ist auch scheiße. Ja, dann lass so machen, bevor ich jetzt noch weitere 5 Millionen Stunden überlege. Schieß! Oh, wie geil! Honigbonus! Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber jetzt, Luigi, gönn dir diesen Schuss. Yeah! Header! Ja, das ist natürlich perfekt. Das ist wirklich perfekt. Toad kann ja auch noch ziehen. Daher machen wir Bewegungsfelderweiterung. Und du gehst jetzt ganz weit nach vorne. Oh, geil, 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 geil. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, weil der andere Grobian, der kriegt mich nicht. Der ist zu lahm. Ho, 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 ho. Jetzt kommt der nächste, ne?
Was geht? Ja, echt so. Wie die jetzt übertreiben gegen Ende. Toad, kommst du schon ins Ziel? Das wäre so nice. Ja, wir haben es gepackt. Epic. Epic. Wow, und sogar noch innerhalb der vorgegebenen Züge. Da waren sie deutlich großzügiger als bei dem vorherigen Battle, weil da hieß es ja nur 4 Züge. Hier hatten wir sogar 13 zur Verfügung. Ja, krass. Dann sind wir hier ja hochprofessionell an die Sache rangegangen. Aber ich glaube, das Ganze hat extrem lange gedauert. Ach du Scheiße. Naja, komm. Ich gönne euch mal einen ultralangen Part. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen und das nächste Mal geht's weiter bei Mario Rabbids Kingdom Battle. We'll be right back.